Das Martelltal war am vergangenen Wochenende der Nabel der Skitourenwelt. Am Samstag und Sonntag wurden zwei Weltcuprennen in dieser aufstrebenden Sportart ausgetragen, die sich anschickt, ins olympische Programm aufgenommen zu werden. Vor allem der Sprintbewerb, der zum ersten Mal in Südtirol ausgetragen wurde, scheint sich für das Olympiaprogramm zu eignen. Das ist ein neuer Wettbewerb. Es ist eigentlich ein Highlight hier in Südtirol. Heute das erste Mal, dass ein Sprint ausgeführt wird. International gibt es den jetzt mittlerweile schon seit ein paar Jahren. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen zu vergleichen mit bei den Longlifern, der Sprint. Doch zunächst stand am Samstag ein klassisches Rennen im Skibergsteigen auf dem Programm. Die anspruchsvolle Strecke wies einen Höhenunterschied von 1677 Metern, unterteilt in vier Aufstiegspartien, auf. Die Frauen mussten 1280 Meter Höhenunterschied bewältigen. Auf allen Streckenabschnitten waren die Schneeverhältnisse perfekt und dank des erst kürzlich gefallenen Neuschnees konnten die Sportler die Abfahrt in voller Sicherheit genießen. Und das bei strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel. Traumverhältnisse also im Martelltal. Doch das herrliche Panorama zu genießen, blieb den Schnellsten wohl kaum Zeit. Bei den Männern setzte sich der Franzose William Bonmardion in einer Stunde 44 Minuten und 9 Sekunden durch. Der Spanier Kilian Horne-Burgada wurde Zweiter. Der Mühlwalder Manfred Reichecker belegte bei seinem Heimweltcup Platz 9. Bal Martello is always a super beautiful race, nice mountains, good snow, a super good organization. Martello ist immer ein super tolles Rennen, schöne Berge, guter Schnee und eine perfekte Organisation. Die Abfahrten hier sind spektakulär. William Bonmardion, and after the second up here, I was with William and I saw, okay, if I'm with him now. Beim zweiten Aufstieg habe ich versucht, an William Bonmardion dran zu bleiben. In der Abfahrt habe ich ihn verloren und probiert, den zweiten Platz zu verteidigen. Das ist mir gelungen, ich bin sehr glücklich. Das Damenrennen entschied die Französin Laetitia Roux für sich. Sie verwies die junge Axelle Mollaret auf Platz 2, die Schwedin Emily Forsberg vervollständigte das Siegerpodest. I love this place because it's really wild and this morning it was quite cold, but ich liebe diesen Ort, denn es ist sehr wild. Heute Morgen war es ziemlich kalt, aber das war schon okay. Third times I come back here. Ich bin zum dritten Mal hier. Es gibt keine Lifte, die Landschaft ist sehr wild und schön. Der Schnee ist perfekt. It's like a mountain, like a really good, nice landscape, perfect snow most of time. Am Sonntag dann die große Sprintpremiere in unmittelbarer Nähe des Biathlonstadions. Hier schafften die besten 30 Skibergsteiger und Skibergsteigerinnen die Qualifikation für das Viertelfinale. Danach wurde im K.O.-System um den Tagessieg gekämpft, der am Ende an den Deutschen Josef Rottmoser ging. Es war natürlich sehr gut, dass wir gleich die zwei Startläufer die ersten zwei Positionen erwischt haben, weil die ersten zwei gehen das Tempo vom ganzen Feld vor. Und dadurch, dass wir natürlich Teampartner sind, können wir da ein bisschen taktieren, was wir auch gemacht haben. Und im oberen Teil haben wir einen Toni überholt, da war mein Schritt ganz gut, habe das Tempo gut halten können und das freuen wir uns natürlich super, dass beide auf dem Podium sind. Zweiter wurde der Azzurro Robert Antonioli. Una bellissima gara qua in Martello. Sono veramente emozionato perché la mia casa è qua vicino. Es ist ein schöner Wettkampf hier in Martell und für mich wie ein Heimrennen, denn ich wohne gleich hinter der Zufallsspitze. Ein Kompliment an das Organisationskomitee für das super organisierte Rennen und danke an Gott für den schönen Schnee. Ci hanno fatto veramente emozionare, dopo un applauso anche al Signore che ci dà un po' di neve bella. Das Podium komplettierte Toni Lautenbacher, ebenfalls aus Deutschland. Ich habe mich sehr gut gefühlt gehabt, auch bei Viertelfinale, Halbfinale ist immer besser gegangen und habe ich immer dann gewonnen gehabt, war mit Zweiter und habe gewusst, das Tempo konnte ich mitgehen und wo ich im Finale gestanden bin, da hat es dann einfach von Anfang an Vollgas und dass es so funktioniert, ist der Wahnsinn. Für Manfred Reichecker kam das aus bereits im Viertelfinale, er wurde am Ende 18. Bei den Damen konnte sich Laetitia Roux über den zweiten Sieg im zweiten Rennen freuen, denn sie hatte auch im Sprint die Nase vorn. Platz 2 belegte die Azzurra Elena Nicolini, dritte wurde wie schon tags zuvor die Schwedin Emily Forsberg.
position for Emily Forsberg.